Willkommen zurück zu Super Mario 3D World, hier mit Bowser's Fury. Und jetzt versuche ich das endlich mal hier mit diesen blöden Schuhen zu bekommen. Ich bekomme es wieder nicht hin. Verdammt, Axt! Ah. Und wieder von vorne. Ah, schade. Hätte ja funktionieren können. Es sah ja schon mal besser aus als die anderen Male davor. Aber hier verliert man echt sau viele Leben. Und da merkt man auch wieder, was ich für ein großer Mario 3D World Fan bin. Oder 3D Fan bin. Bro, du erwähnst das immer wieder. Muss das denn sein? Ja, für die ganzen Leute, die halt jetzt das erste Mal einschalten. Shit. Nein, Bowser's Fury ist da. Ich kann nicht raus. Ah, danke. Okay, Bowser, du willst es nicht anders, du kriegst es aber. Jetzt kommt Katzen-Giga-Mario. Na, komm. Katzen-Giga-Mario, komm. Da ist er, Katzen-Giga-Mario. Bowser. Ah, da hinten. Bah. Bowser. Es ist so schön, dass man hier gar nichts sieht. Ah, verdammt. Halt, da ist er. Lauf hin. Yes. Endlich mal erwischt. Nein, ich wollte die Katzenglocke nicht aufsammeln. Komm, lauf, Mario. Lauf. Lauf, kleiner Mario. Lauf. Treffen mit ihm reicht auch? Na super. Das hätte man mir mal früher sagen müssen. Hätte ich früher mit ihm Ping-Pong gespielt. Okay, aber egal, er ist weg.
Lass mich raten, Bowser Jr. hat jetzt wieder was zu sagen. Jetzt bin ich jedenfalls wieder an der Glocke. Ich kann nicht glauben, wie groß und stark Papa jetzt ist. Jedes Mal, wenn er auftaucht, wird es schwieriger, gegen ihn zu kämpfen. Ganz sicher werden wir es schaffen, ihn zu normalen, furchteinflößenden Selbst zurückzuverwandeln. Wenn wir es immer weiter versuchen. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Jetzt brauche ich 50 Katzeninsignien. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Aber wieso taucht denn der jetzt gleich schon wieder auf? Was ist denn da los? Warum passiert das denn? Das ist jetzt echt ein ganz schlechter Witz. Super unter erschwerten Voraussetzungen. Okay, komm, 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 raus, 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 raus. Yes! So geht's auch. Es muss halt viel schwerer sein. Dann krieg ich's hin. Aber keine Ahnung, warum ich das, wenn es schwerer wird, hinbekomme. Aber ich habe gerade was anderes gesehen. Wo hat dann das jetzt aufgemacht? Lassie, komm mal her. Wo hat er das jetzt aufgemacht? Hier irgendwo sein. Da, wie komme ich da hin? Einfach da runterspringen. Okay. Da fehlt mir noch die Katze, aber... Ich habe jedenfalls mal einen Ansatz hier. That is a fucking joke, dass ich jetzt hier einen Schlüssel finde. Danke, Bowser Jr. Oh Mann. Ist das, dass ich da hoch muss? Okay. Oh nein. Den muss ich jetzt erst loswerden. So, komm. Kamera drehen. Hui. So. Oh Mann. Oh Mann. Yes, ich hab's. Oh, auch das gefunden. Danke.
Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Der eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Ich hatte nur die Hoffnung, dass da irgendwas ist, aber... Ja gut, da war anscheinend da nichts. Ups, ich hab falsche Taste. Ja, und das ist dann den Käfig, dieses Ding da zum Explodieren bringen. Was ist denn da jetzt wieder? Jagd auf blaue Münzen, beziehungsweise... Achso, das ist noch der Block aufmachen und, aber... Nee, das kann doch gar nicht sein, hä? Hallo? Ah, ich frag mich jetzt immer noch, wo das Katzenbaby ist. Egal, komm, Plessy. Wir gehen mal zurück, da ist nämlich eine neue Aufgabe da. Hier gibt es eine neue Aufgabe. Und zwar hier. Das Spiel ist aus Katzenkamex. Wie Katzenkamex? Jetzt ernsthaft? Na komm. Den erwische ich auch. Wunderbar. Komm, jetzt erwischt den anderen auch noch. Yes, und den letzten. Tada! Schön, wenn die sich nicht bewegen, weil ich in der Nähe bin. Katzeninsignie. Das heißt, jetzt fehlt mir noch der Blockzerstörer oder was auch immer. Oder? Wird mir das schon angezeigt? Nein, natürlich noch nicht. Wo ist der Plessy? Plessy? Ah, da. Oh, bald kommt schon wieder Bowser. Da muss ich mich dann wirklich mal beeilen. Da sind nur Münzen. Wir gucken auf dem Turm da mal. Lass den Leuchtturm strahlen. Was haben wir da? Okay, muss ich mal zum Leuchtturm strahlen gehen. Ach, das geht ja noch weiter hoch. Komm, komm her, Katzenglöckchen. Okay, also ich muss hier hoch. Oh nein. Er ist back. Danke, Bowser. Ich bedanke mich ganz herzlich. Nein, 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 nein. Okay.
Wow. Oh, oh. Oh. Ui. Okay, Geduld haben. So. Und hier geduldig nach oben kommen. Und hier hoch. Und hier hoch. Wow. Oh, ich lebe. Nee, wo müssen wir hin? Okay, komm, komm, komm. Wow. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe. Bin so glücklich, wenn ich lebe. Und weg mit dir. Wow. Also, unter so einem Zeitdruck echt... Hui. Oder Zeitdruck unter so einem allgemeinen Druck, müsste man ja fast schon sagen. Weil da hatte Bowser jetzt echt mal alles gegeben. Mich irgendwie ganz schön unter Druck zu setzen. Ui. Okay, da gibt's das Neues für Plessy. So, und jetzt muss ich mal gucken. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. So, da könnte auch was sein. Oh, da wäre ich sogar sicher gewesen. Zwei fehlen mir. Ich weiß halt nicht, ob eine mir unten fehlt. Scheint erstmal nicht so den Anschein zu haben, dass hier irgendwas fehlt. Ui, das war knapp. Hoch. Hoch. Und da lang. Schön durch. What? Oh, das gibt's da nicht. Die Steuerung ist sowas von... Ja, den haben wir auch. Und jetzt fehlt mir nur einer. Ach, da ist er. Das war jetzt auch wieder eine ganz schöne Nummer. Nummer 2.
So, jetzt kann ich erstmal hier runter. Und kann die Gegend da erkunden. Ah, komm, machen wir es mit Plessy. Ist das immer der Idealweg, oder? Hey, wir haben sie. Gegen die Zeit, himmlische Rutschparty. Ist so klar. Jetzt taucht Bowser auf. Jetzt natürlich. Genau jetzt. Ja, jetzt, wenn ich gar keine Verteidigung habe, rein theoretisch. Jetzt würde ich sagen, habe ich gelitten. Hallo Bowser Baby. Okay, danke. Komm. Ich muss mich erstmal ganz kurz verstecken. Ich habe hier keine Gigaglocke, ich habe hier gar nichts. Mama. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Giga Bowser groß ist, aber der ist gigantisch. Komm. Okay, komm. Oh, verdammt. Nein, das war komplett falsch. Oh, ich hab's verkackt. Oh, shit. Oh Mann. Oh weia, komm. Komm durch da. So. Jetzt hier durch. Ah, verdammt. Oh, wir haben's. Komm, 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 durch da. Und tschüss, Bowser. Oh.
Oh, die Gigaglocke ist bereit. Was? Die Gigaglocke ist bereit, aber Bowser verschwindet nicht? Aber das war doch Sunshine Everywhere, also... Bowser, ey, du machst mich echt platt. Ich muss jetzt extra noch gegen Bowser kämpfen. Ja. Danke. Da ist Plessy. Ich brauch Plessy. Irgendeine Glocke hat geläutet. Irgendeine Glocke war das doch, die geläutet hat, oder nicht? Nein! Nein! Oh, shit. Hatte nicht irgendeine Glocke geläutet? Oh, shit. Oh, nein. Hau ab mit Plessy. Mario, hau ab. Hau ab mit ihr. Hau ab mit ihr. Hau schnell ab. Sag mir bitte, dass er das aufgemacht hat. Bitte, 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 sag mir, dass du es aufhast. Bitte, 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 bitte. Komm, scheine für mich. Scheine für mich. Blende ihn. Blende ihn. Ernsthaft. No chance. No chance. Okay. Kurz mal gucken. Okay, okay, okay. Da hinten ist noch eine Insel, wo ich noch irgendwas machen kann. Zerstöre die Wutblöcke. Das ist es. Oh, hi Bowser. Ja, komm. Ja, Mario, komm, versteck dich. Da. Wo ist er? Wo ist er? Da. Das war's wert. Das war es definitiv wert. Nächste Insel, 100%. Und die Glocke ist auch ready. Dann, Mario, würde ich mal sagen, ab zur Glocke. Nein, warten. Wir warten. Okay, Bowser, du willst es nicht anders. Wir werden dich jetzt, ja, nicht vernichten, gehe ich mal nicht von aus, aber wir werden dich jetzt drangsalieren. Was? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass Bowser Jr. mir so dicht beiseite steht. Wow. Bam.
Ah, shit. Ach, komm, Bowser. Geht doch. Okay. Er wird jetzt nicht zum Giga-Miauser, oder? Was zur Hölle passiert hier gerade? Das ist doch jetzt nicht sein Ernst. Yes. Okay, wir müssen also jetzt Bowser verfolgen. Kabumm, immer schön in den Bauch rein. Au. Und ein dritter Treffer. What the fuck? Was war das denn? Giga Plessy? Oh mein Gott, wie arm. Der arme Bowser. Guckt euch das mal an.
Okay. das war's schon. Also, es hieß eigentlich so 5 bis 6, 7, 8 Stunden könnte man gebrauchen, wahrscheinlich dann für Leute, die gar keine Mario-Erfahrung haben oder gar keine Mario 3D World-Erfahrung haben. Ich muss sagen, aber trotz alledem, es war eine schöne Erweiterung. Fand sie jetzt dann doch ein bisschen kurz. Klar, jetzt gibt es wahrscheinlich noch das ein oder andere zu entdecken, denn die eine Insel habe ich ja immer noch nicht entdeckt und da ist ja noch diverse andere Sachen. Also von dem her, da ist noch mehr. Aber von der Story her ist das jetzt rein theoretisch durch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass es dann doch so schnell geht, aber gut, mir hat Spaß gemacht. Also es war eine Herausforderung, es war am Anfang extrem leicht und dann zum Schluss habt ihr ja gesehen, es wurde dann doch ein bisschen herausfordernder, schwerer, wie auch immer, denn man war die ganze Zeit unter Druck und man musste immer ausweichen und ja. Schön fand ich hier diese ganzen Anspielungen an die verschiedensten Mario-Varianten, wirklich an sämtliche. Beispielsweise jetzt gerade zum Schluss die Katzen, das war die Schlussszene hier aus Mario 3D World, wo sie dann alle mal hochspringen als Katzenkostüm, selbst wenn nicht alle dabei waren. Die Anspielung mit der Katze, die ihre Katzenkinder verloren hat, war eine Anspielung an Mario 64. Mit dem Pinguin, dann die Shinies natürlich. Diese Gitter sind eigentlich mehr so eine Anspielung aus Mario World allgemein. Es gab viele Sachen, also ich fand es eigentlich, also mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich jetzt wirklich ganz riesig, dann demnächst mit Super Mario 3D World nochmal anzufangen. Und ich habe erst 50 von 100 Shinies. 50. Und ihr wisst, was das heißt. Für Leute, die mich kennen. Es wird weitergehen. Denn ich sage mal, mindestens 70% will ich von dem Spiel geschafft haben. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohotrein. Tschö, tschö.